So, und da sind wir wieder bei der Forest. Hast du mich gerade Hallo. weggekickt? Nö, eigentlich nicht. Was meinst du, Fenster hier rein oder nicht so? Keine Ahnung, was soll das für ein Turm werden? Einer mit mehreren Etagen. An sich fände ich Fenster, glaube ich, schön. Ja, wir können auf der nächsten Etage einen machen. Hier rüber kommt dann gleich einfach ein Dach. Und dann kommt die Etage. Mit. Den Stein kann man aber noch nicht nehmen. Der ist nicht echt. Traut dem nicht. Aber du siehst ja, die Steine, die spawnen hier durchgehend nach. Ja. Sehe ich. So, dann warte ich eben auf dich, dass ich hier weiterbauen kann. Ja. Ich komme. Ich hoffe mal, das klappt. Ja, das klappt. Geht das höher? Ja, sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir hier auch wieder Holz hinbringen. Sonst geht's nicht weiter. Okay. Dann also wieder das gute alte Holz fällen. Ja, aber diesmal zusammen, das geht schneller. Ja, das stimmt. Ich hole mir nur noch ein bisschen die Steine dazu und dann haben wir das schon mal. Ja, aber gut, dass dir jetzt einfach mal ein Item gefehlt hat, weil dadurch haben wir dann natürlich erstmal wieder ein bisschen Abwechslung reingebracht. Ja. Ich kann ja nachher mal schauen, was mir sonst so alles fehlt, was man irgendwann noch holen kann. Ich kann ja nachher mal was Wichtiges fallen lassen. Mir fehlen noch ein paar Roboterteile, mir fehlen 3 von den Kassetten, mir fehlt der Camcorder. Am Camcorder sind wir tatsächlich vorbeigelaufen. Eben. Und die alte Pistole fehlt mir. Ja, die alte Pistole, die wird ein bisschen schwieriger. Wie viele Teile habe ich denn? 3 Stück oder so. Mir fehlen 4 von den Fotos. Plastiktorch, Flintlock kannst du schon machen, bevor du das fertig gebaut hast. Meinst du die Fotos mit den Dingens drauf? Ja. Ja. Die sind doch egal. Ja, aber sie zählen als Collectibles. Und halt noch Roboterteile. Hier sind 2 Typen. Ich hab bis jetzt nur die Beine. Oh, da ist ein Typ. Ja, habe ich gerade gesagt. Habe ich nicht gehört. Den muss aber gehört haben. Ja. Habe ich auch. Kommst du am besten hier rein? Ja, hast wohl recht. Ich schieb das hier nur so weit wie möglich raus. Versucht die dann zu finden. Da. Ach komm, du warst tot. Ganz sicher warst du tot. Der wäre jetzt locker durch so einen Explosionsschlag gestoppt. Ja, als wenn er jetzt frisst. Der war halt echt fast tot durch den einen Schlag jetzt, oder? Ja.
Oh, du hast da nachher nochmal einen Pfeil reingeschossen. Ich gehe mich eben abwaschen. Tu das. Obwohl, wir sind ja jetzt eh rot, ne? Die hätten uns gar nicht mal so viel getan. Die wären auf Abstand geblieben. Brauchst du dir Skin? Nö. Na gut, dann verrottet die hier. Kannst du irgendwo hinhängen? Willst du eine schöne Wanddekoration? Ja. Komm, machen wir hier an dem Stein, damit man sich da ausruhen kann. Geht Wie wahrscheinlich eh geht's nicht. denn? Doch geht. Ja, kannst du rein tun. Dann kannst du halt andere nehmen. Könnte man ja auch nehmen, um sich irgendwas da kenntlich zu machen. Ja. Aber jetzt habe ich sowieso keine Ahnung mehr, wo ich das Reh getötet habe. So, jetzt hast du ja die, die Machete. Ja. Heißt, ist es einfacher für dich, jetzt auch die ganzen kleinen Bäume wegzuschlagen? Das stimmt in der Tat. Vor allem jetzt mit dem einfachen Wissen, dass man sich die ganze Zeit an dieser einen Stelle da die Pfeile holen kann und die nicht selber craften kann, muss. Der ist ja wirklich einfach. Das stimmt. Die kannst du nur nicht verbessern, ist das Problem. Doch, kann man. Nö. Nur mit Feuer. Aber Ich nicht kann ihn mit mit Gift Knochen. kombinieren. Hä? Ich kann ihn mit Gift kombinieren. Ja, das ist ja auch nur mit Feuer. Feuergift. Das sind ja Sachen, die Ja. man nochmal auf die einzelnen Sachen nochmal drauf tun kann. Aber Aber du sind kannst da die nicht keinen vom Knochen dran tun. Schaden sowieso Knochenpfeile quasi? Was? Aber sind die nicht vom Schaden sowieso Knochenpfeile? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob die dann zu normalen Pfeilen wären. Also wenn ich die mitnehme, dann wären die ja wieder zu normalen. Und Knochenpfeile finde ich eigentlich besser. Weil die sind eigentlich immer One-Hit. Knochenpfeile sind mir zu teuer. Für Kopfschuss. Hauptschuss, da ist halt ein Standardpfeil, da brauche ich keine Knochenpfeile. Nee, nicht unbedingt. Manchmal überleben die das ja. Kopfschuss hat bei mir noch keiner überlebt, außer Mutanten. Ja, die meisten Mutanten haben halt keinen Kopf. Genau da liegt das Problem. Und so oft hast du noch keinen Kopfschuss verteilt in diesem Let's Play. Doch. Nein. Und du kannst es nicht mal beweisen. Ich habe Videomaterial. Also ich sag's mal so, wann immer ich einen Mutanten töte, war es durch einen Kopfschuss. Das mag daran liegen, dass ich mich weigere, zur Nahkampfwaffe zu wechseln. Aber Die meisten Mutanten haben gar keinen Kopf. kein Mutanten, ich meine. Wie heißen die anderen Gegner? Generell gar kein Mutant hat eigentlich wirklich. Ja gut, Cowman hat einen Kopf. Die anderen beiden, also bei Wenn ich Virginia würde ich das gar Einheimische nicht mal so besiegt richtig habe, dann sagen, weil zwar, da sind dann ja schon. mehrere. Zählt das dann als einer oder als mehrere? Keine Ahnung. Sind wir jetzt schon wieder beim Theseus-Paradox? Und ich habe hier vorne das Rehfell gefunden. Da ist es. Ich wusste auch, ich habe es irgendwie vergessen. Ist egal, Hauptsache ich habe wieder Platz im Inventar, um mehr Tiere zu töten. Cowman hat jedenfalls kein, doch einen Kopf. Amsi hat keinen. Eigentlich die einzigen Tiere, die ich halt wirklich töten müsste, sind die Echsen, weil ich ja die immer als Rüstung trage. Ja, die sind jetzt nicht die besten. Ja,
Aber ich mag's einfach. Knochen kann man da ja eigentlich besser nehmen, weil die kommen ja ohnehin auf dich zu. Die Echsen, die laufen aktiv vor dir weg. Ja, aber mit der Steinschleuder kann man die ganz gut besiegen. Ja, da kannst du auch normalen Stein drauf werfen. Das ist ja bei jedem Tier so, das durch einen Schlag eigentlich immer stirbt. Nicht bei einem Reh. Das durch einen Schlag eigentlich immer stirbt. Rehe sterben nicht durch einen Schlag. Ja. Ja, ach, siehst so du mal. Meintest du das? Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, es ist ja bei jedem Tier so, dass es durch einen Schlag stirbt. Selbst bei einer Schildkröte kannst du das theoretisch schaffen. Aber ich glaube nicht, dass du die mit einem Stein killen kannst. So direkt. Aber du kannst die mit einem Schlag killen. Echt? Bei mir brauchen die immer zwei. Du musst auf den Kopf direkt treffen, wenn du springst zum Beispiel, geht das gut. Hab ich doch mehrfach schon gemacht. Diese ganzen Waschbären hier, ne? Und wie du da direkt drauf gehst. Doch nur auf die Echse. Da war ein Waschbär. Ich höre dann nur krieg, 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 und dann. Naja. Mir fehlen ja Truthähne. Kann falls ich wieder du wie Don't Star sein irgendwann abschwörst, ich habe zwei Echsen, zwei Hase und vier Stücke Rehfleisch dabei. Ja, und damit wolltest du jetzt was machen? Ein Barbecue. Du kannst einen Topf machen, ne? Echt? Ja. Bringt das was? Das hat laut Entwickler einen Effekt. Das wollte ich immer mal machen. Habe ich aber nie. Es macht irgendwas. Es soll spezielle Effekte machen. Dazu noch. Wollen wir machen? Okay, was wollen wir machen für einen Eintopf? Ich habe alle Pilzsorten, alle Pflanzen, drei verschiedene Fleischsorten und Alkohol. Ich probiere erstmal aus. Drei verschiedene Formen von Beeren, wovon zwei allerdings giftig sind. Haben wir hier noch Wasser? In der Nähe? Nee, Fluss. Tümpel. Oh, das kann man auch so. Ich mach da. Oh, jetzt ist da ein Gegner. Zwei Bären, ein Fleisch. Na, keine Pilze. Nerv mich nicht. Schlägt der gerade durch meinen Block durch? Ein Fleisch dazu. So, wie lang dauert das? So, dann wird mal fertig. Ja, das füllt Leben komplett auf jetzt bei mir. Das hat die Energie recht gut aufgefüllt. Trinken jetzt nicht so. Also du tust da einen Topf drauf. Ja. Und dann tust du da rein, was du zu essen haben Typ willst. Aufhört zu brennen. Ich guck mal, wie viel Kalorien das macht. So. 2000. Ich pack ein Stück Rehfleisch rein. Ist jetzt nicht so lohnenswert. Einen Champignon. Irgendeine Blume. Und ein paar Beeren. Du solltest aber aufpassen, was für ein Ding jetzt du da reintust. Ich hab schon aufgepasst. Und noch eine Echse.
So, und jetzt warte ich ab. Ich hole dann mal das Holz wieder. Pilz habe ich schon aufgepasst, dass es ein guter war. Vor allem, ich habe da eben über meinem einfach einen Toten drüber gelegt. Sehr hygienisch. Ja, das ist nur, damit man dann noch so das salzige Muss man dann noch Flavor hat. Erdzeug rein tun? Ah. Okay. Das ist aber nicht voll. Definitiv irgendwas Falsches gegessen. Ja, da war da wahrscheinlich ein falscher Pilz drin. So, jetzt habe ich den Eintopf gegessen. Hat Leben, Energie und Hunger komplett aufgefüllt. Nee, ich glaube, ich habe versehentlich eine Beere aus dem Busch daneben gegessen, statt den Eintopf. Pilze habe ich extra noch mal im Inventar geschaut, welche giftig sind und welche nicht. Hast du denn die in der Hand genommen oder wie? Geht ja gar Ach, nicht. die sind auch nicht giftig. Ich dachte mir, die sind giftig. Scheinbar sind die einzigen giftigen Pilze der Amanita und der Jack Mushroom. Nee, da gibt's, ich glaube, sechs Pilzarten. Ich habe alle Wovon? sechs dabei. Das sind die einzigen, bei denen dabei steht, dass sie Als giftig wenn du sind. auch die dabei hättest, die im Winterbiom wachsen. Puff Mushroom, Liberty Cap, Chanterelle, Amanita, Jack und dir. Soll ich jetzt alle fressen, damit ich das Achievement bekomme, damit du es mir glaubst? You are fun Wie bitte? guy. You are fun guy. Ja. Mach mal. Gut. Brauchst du Den da doch eh noch. essen. Den da essen. Den da essen, den da essen. Da werde ich mich jetzt vergiften und da werde ich mich auch vergiften. You are a fun guy. Achievement freigeschaltet. Das gucke ich gleich nach. Erstmal hole ich mir jetzt hier aber wieder das Holz. Ey, wie man jetzt schon fast zu der Seebasis rüber gucken kann. Ach, weißt du noch, als du zum ersten Mal hier warst bei mir? Ja. Da hast du doch auch hier zugeguckt, da haben wir zusammen aufgenommen. Ja. Da war ich genau an dieser Stelle hier, hab ich ja auch alles freigehauen. Da wollte ich ja eine Brücke darüber bauen. Falls du dich erinnerst. Kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern. Ich habe einen Diamantschwung gefunden. Da war das hier aber auf jeden Fall auch so ein ganz, ganz langer Gang. Alles frei von Bäumen. Und im nächsten Update wurde einfach alles wieder gelöscht. Es hat sich total gelohnt. Hier sind gerade bei mir nicht giftige Pilze, wenn du sie haben möchtest. Nö, wieso? Nur weil die Ja. bei dir sind, heißt das nicht, dass die bei mir sind. Das kann genauso gut dann giftige bei mir sein. Hatten wir hier nicht eigentlich noch ein Feuer? Keine Ahnung. Naja, ich kann dann immerhin streichen, dass ich einmal den Eintopf gezeigt habe und wie fett der einen macht. Wie viele Kalorien habe ich denn so? 1698. Und mit Abzug von dem, was du da abgenommen hast. Minus 629 Schneller. oder Der so. neue Tag beginnt. Also ich habe 2200 verbrannt auf jeden Fall. Das Holz, das liefern wir noch diese Folge, ne?
Liegt da noch Holz bei dir drüben? Ich sehe hier gerade keins, aber ich würde jetzt noch mal kurz ein paar Bäume fällen, um den Wagen einmal voll zu bekommen. Oh, jetzt fühlt sich die Nase frei an. Schön, dass das hier so komplett in der letzten Folge jetzt passiert. Was passiert komplett in der letzten Folge? Nase wird frei. Ja. Soll ich dir kurz jeden Pilz einmal geben für dein Fungi-Achievement? Den habe ich doch schon. Ach so. Ich brauche nur noch 4 Achievements. Das ist alle Toten entdecken, alle Höhlen erkunden, alle Köpfe an eine Wand tun Da fehlt dir und noch die Gans, oder? ja, da fehlt mir die Gans, weil man die nicht kriegen kann. Und noch irgendein anderes Tier fehlt mir da. Ich weiß nicht welches. Ich guck mal gerade nach. Krokodil? Nee, Krokodil habe ich schon. Familienansicht. Habe ich schon weggedrückt, ey. So. Mich nervt das. Dann brauche ich noch Crafty. Also alle Items craften. Was ich eigentlich schon längst hätte machen sollen. Also hätte ich eigentlich schon haben sollen. Warum fällst du nicht? Das sah eben so aus. Wenn du da jetzt gleich fertig bist, musst du nicht nochmal rauskommen. Ich bringe hier die letzte Fuhre mit. Alles klar. Und dann schieben wir das nochmal eben rüber, damit wir dort hinten das Ding jetzt fertig bauen. Soll ich dann schon mal rüberrutschen, damit ich das annehmen Kannst du kann? gerne machen. Wieso springst du da runter? Weil hier eine Echse war. Also so wichtig sind die jetzt auch wieder nicht. Nö, aber wenn ich schon mal eine sehe. Frage ich mich jetzt eigentlich, wurde meine Stärke erhöht? Nein. Und dabei habe ich doch einen Topf gegessen. Ist doch Meine gesund. wurde auch nicht erhöht. Nur weil ich da ein paar Beeren reingetan habe. Beeren sind doch männlich. Das sieht halt wirklich wie so ein Überwachungsturm da aus, ne? Zwei Stücke fehlen noch, dann ist das hier komplett. Ja, ich habe mehr als zwei. Das kannst du auch ruhig hochziehen. Ja, ich wollte gerade schauen, ob hier oben bei den Dwying Racks noch Platz frei ist. So meinte ich das nicht mit hochziehen. Ich habe hier unten nämlich noch 3 Stück. Tue ich einfach hier vorne rein bei dir. Tu das. Und dann kann ich schon mal rüberrutschen.
Lässt du mich dann gleich rutschen? Mir kurz die Ja. Zeit, damit ich da nicht irgendwas wegkicke. Weil Holz ist schneller als ich. Selbst dann explodiert das. So, hier brauchen wir noch 21 für das Baumhaus. Für ein Professional Baumhaus. Haircare for you. Wie das aussieht, wenn man hier halt ist, ne? Das sieht halt aus, als wenn du einen begräbst. Weil das wird immer voller. So, und Ziel ist es dann nachher von dem Turm aus hier, den wir hier bauen, dann wieder eine Seilrutsche rüber zu dem Leuchtturm zu bauen. Okay. Dann kann man nämlich von hier aus auch direkt wieder zu der anderen Base dort hinten am Strand. Alles klar. Dann brauchen wir nur noch von dem Turm in der Mitte aus eine Seilrutsche irgendwo hin. Der Turm in der Mitte? Also jetzt der Turm, an dem, zu dem bis jetzt der Turm, wo wir vom Strand aus hinkommen. Ja, da wird ja noch weitergehen, wenn wir hinten an der Küste weitergehen. Okay. Da haben wir das ja jetzt so gesetzt, dass das zu der anderen Base hinführt und da wird dann nochmal so ein Turm nachher stehen. Aber da wird das nicht direkt reinführen. Wäre natürlich besser für die Mobilität, aber. Und das muss ja auch noch backwards kompatibel sein, ne? Ja. Ich meine halt nur, da haben wir bis jetzt quasi, dass wenn man da ankommt, man zu Fuß zu einem anderen Turm marschieren muss, um weiterzukommen oder zurückzukommen. Wenn man da ankommt, muss man einen kurzen Fußmarsch über den Strand machen. Dann ist man bei der nächsten Base. Ist da noch mehr Holz? Ja. Jetzt wenn. Weil gerade habe ich hier das Dingens fertig. Baumhaus. Ich guck mal Okay. gerade, ob man da gut drauf rumlaufen kann. Ich denke mal, ein bisschen. Naja. Immerhin besser als vorher. Und die letzten beiden. Hier ist das wohl noch ein bisschen blöd. Da kommt man durch. Ja, aber das mache ich noch größer. Dann mache ich dann hier, wenn das geht, Bett hin. Da oben. Das fände ich nämlich cool, so ein Bett oben zu haben. Geht das hier besser?
da passt er. Passt man ja noch durch, oder? Nö. Hier, da kommt man aber theoretisch hoch. Das geht. Da kommt man auch durch. Ach, du hättest das Holz auch dort hinten zur Auftragsstelle hinbauen können, ne? Da müsste ich so weit laufen. Ja, aber dann haben wir es schon drin. Hier muss mir auf jeden Fall einer helfen. Und dann bekomme ich nicht hoch. Muss mir angeben. Mache ich. Falls das geht. Ansonsten bauen wir hier oben noch so ein Ding jetzt hin. Kannst du mal aufhören, das da rein zu tun? Sofort. Gleich bin ich hier fertig. Das soll da aber nicht rein. Jetzt soll hier hin. Schießt echt zu langsam. Hätte ich schon längst getroffen. Ja. Womit schießt du gerade auf mich? Pfeilen. Ach so. Kommen die da an? Ja, ich höre sie aufkommen. Müssen die hier auch noch hängen? Ich will da oben halt ein Bett bauen, damit wir da speichern können. Ja. Dass man das auf so einer erhöhten Position hat, finde ich nämlich cool. Jetzt fehlt mir ein einziger Baumstamm, um hier alle Sachen voll zu bekommen. Schade. Tja. Muss ich wohl noch einen Baum fällen? Wie wär's denn mit dem hier? Den kannst du nicht fällen. Schade. So, dann versuch mal mehr anzugeben, indem du fallen lässt, obwohl das kriege ich nie und nimmer. Ne. Da bauen wir einfach oben was dran. Gut. Und dann hoffen wir, dass du da hochspringen kannst. Hier vorne? Oder wo ist das näher am Boden? Also hier komme ich ja ohnehin nicht durch, gehe ich mal von aus. Ja, nicht gut komme ich da durch. Daraus ist das ja wohl okay, wenn ich das hier hin tue. Dann tu mal ein paar Sticks hier rein. So, Hasenfell hast du auch? Ja. Dann können wir auch ein Bett bauen. Brauchen wir aber noch mal ein paar Sticks. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Warte mal. Ach, kein Problem. Solange es funktioniert. Ja. Und das hier funktioniert ja perfekt. So. Bett, bitte. Das war hier. Ne, hier. Ja, 17 Stöcke, 2 Hasenfell, Seil. Ich habe 11 Stöcke. Ich habe ein Seil. Ich
hole noch mal ein paar Stöcke. Hasenfell kannst du da ja selber reintun. Schon unterwegs. Und dann kann man hier jetzt auch leben. Mache ich hier gerade. Ich muss halt alles getrocknet und verdorben sein. Hast die Machete nicht einmal eingesetzt, oder? Doch, ich hab sie vorhin ein bisschen damit rumgespielt. Da ist schon wieder einer im Wasser drin. Warum stehen die beim Wasser rum? Fußdusche, ey. So. Stöcke kommen. Jetzt ist die Nase wieder komplett zu, ja, danke. Was habe ich denn jetzt gemacht, dass ich das verdient habe? Was soll das? Keine Ahnung. Getrocknet, essbar, Echse. Hast du jetzt gerade die Baumstämme hinten reingetan oder wie? Bin ich gerade bei. Die Zahl wird kleiner. Aber das sieht schon cool aus, wenn man das Bett da oben hat. Ist zwar ein bisschen gefährlich, ist aber krass. So, fertig. Okay. Hier können wir dann. Ich würde jetzt noch schnell hier hinten die Decke fertig bauen, damit wir das gemacht haben und dann speichern. Willst du die Decke noch fertig bauen? Ja. Okay. Dann mache ich hier die Farbe grün. Genug Stöcke haben wir. Hä? Baumstämme? Ich meine, die großen Stöcke. Die Decken. Wie viel noch? Keine Ahnung. Was war die Normalzahl nochmal? Hä? 29 sind hier noch. Das heißt noch zwei. Dann hole ich die letzten zwei, du kannst schon hochgehen. Okay. Dann haben wir hier eine XXL-Folge, fast 40 Minuten. Ja. Gut, dass wir das schon vorher aufgenommen haben. So. Das ist kein Dach, das ist die erste Etage. Der Boden davon. So, wie gefällt's dir dort oben? Ich find's hier oben super. Die Stöcke sind ein bisschen im Weg, aber das ist es auch. Alter, das hat wehgetan. Der Baum bewegt sich. So, hast du gespeichert? Ja. Dann speichere ich auch. Endlich. Endlich haben wir das hier zu einem Haus gemacht. Ja. Hast auch super Aussicht. Mhm. Ja, aber gut. Ich würde erstmal sagen, das wär's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Du bist schon weg. Jo. Bis dahin. Machtgeist. Ciao. Ciao.